Moin meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Episode mit Gran Turismo 7. Nach einer etwas längeren Pause geht es nun endlich weiter. Ich hatte ja ohnehin schon eine längere Aufnahmepause gehabt, ich habe es ja auch schon mal angekündigt. Relativ breit und ausführlich, damit es auch jeder mitbekommt. Und dieses Päuschen habe ich letztendlich auch dazu genutzt, dass ich hier auch mal ein paar Sachen im Büro ändere. Unter anderem ist jetzt hier ein zweites Rig drin und da ist auch eine neue Ecke jetzt entstanden dabei. Und ja, dementsprechend hat das auch unter anderem ein bisschen die Pause verlängert, wie lange jetzt kein Gran Turismo 7 gekommen ist, weil ich erstmal alles richtig herrichten wollte, bevor wir dann erstmal richtig weitermachen. Es gibt tatsächlich jetzt ein neues Update. Update 1.15, was ziemlich cool ist, weil es gibt drei neue Autos, nämlich den Roadster Shop Rampage. Ja, den Toyota GR10 Hybrid, 010 Hybrid, das ist das... sagt selbst, das ist das Hypercar von Toyota. Und außerdem haben wir den Suzuki Vision Gran Turismo, der eigentlich ganz cool ist. Wir können uns mal die verschiedenen Autos anschauen. Ich muss mal gucken, wo der Roadster genau hier eigentlich ist. Ach, da haben wir ihn schon. Ja, gut, dass das alles so schön ausgeschildert ist. Bei Roadster Shop habe ich eigentlich ein bisschen was anderes erwartet, aber ja. Okay, das ist ein... Der sieht von hinten ein bisschen aus wie ein Ferrari, von den Heckleuchten her. Na gut, es ist ein Auto. Gehen wir nach Asien, da gehen wir zum einen zu Toyota. Da haben wir den neuen, wunderschönen GR010 Hybrid. Ja, sehr, sehr geiles Auto. Im Prinzip so ein bisschen wie die LMP1 Autos, nur leicht beschnitten, tatsächlich. Also wirklich viel hat sich nicht verändert. Mal gucken, bei den Maßen. Der ist wirklich, wow, im Vergleich zu dem Auto von vor 5 Jahren ist der wirklich nochmal länger geworden. Um 25 cm ist nochmal 10 cm breiter geworden. Die Höhe hat sich nicht verändert. Auto ist nochmal schwerer geworden. Hier war allerdings auch schon Hybrid drin. Also wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder so. Blabliblub. Ich finde es ja immer ein bisschen schade, wenn die Autos immer größer werden. Das ist auch etwas, was ich in der Formel 1 ein bisschen schade finde. Und hier haben wir den Suzuki Vision Gran Turismo. Das sieht eher nach Roadster aus. Ja, Hybridauto, 317 Kilowatt Leistung, das ist ordentlich. Ja, ich bin jemand, der eher Fan dessen ist, dass die Autos halt ein bisschen kompakter sind. Ja, die Formel 1 Autos der, ich sag mal, frühen 2000er Jahre fand ich zum Beispiel sehr geil. Die Autos waren halt, ich glaube, etwa 4,50 Meter lang, 1,80 Meter breit. Da haben auch die Proportionen gepasst. Jetzt sind sie 5 Meter lang, 2 Meter breit. Ein bisschen zu groß, finde ich. Für meinen Geschmack und mittlerweile sind sie auch über 800 Kilo schwer. Zumindest die meisten außer der Alfa Romeo. So, tatsächlich gibt es auch mit dem neuen Update neue Menübücher. 40, 41 und 42 nehmen sie an der Gruppe 1 Prototypenserie teil, nehmen sie an der Vision Gran Turismo Trophy teil und nehmen sie am Keycar Cup teil. So, gehen wir als allererstes mal da rein und wir kriegen einen Radical als Belohnung. Gab es den nicht schon bei irgendeinem anderen Event als Belohnung? Weiß ich nicht, aber... Wir gehen da rein und werden in jedem Rennen einen Podiumsplatz holen. Auf geht's! Für dieses neue Menü möchte ich, dass sie an einem Keycar Cup teilnehmen. Das hatte ich ja auch schon mal gefragt, oder K-Car oder so. Das war ja eines der 1-Stunden-Rennen. Übrigens, wenn ihr euch da fragt, Dave, warum kannst du zum Beispiel in dem Lago Maggiore-Rennen langsamere Zeiten fahren als, naja, einer, als man selbst? Und das Event trotzdem gewinnen, naja, ganz easy, ich habe das vor einem Update gemacht, das Rennen, und anscheinend wurde da der Schwierigkeitsgrad angezogen, also ich weiß nicht, inwiefern sich auch die Physik verändert hat, weil das soll ja auch drastisch anders sein jetzt seit einem der letzten Updates, insofern vielleicht kann man da einfach mittlerweile deutlich schnellere Zeiten fahren und ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, ob ich jetzt noch mit Leichtigkeit... Wobei, so leicht war es nicht in Lago Maggiore, aber ob ich das immer noch verhältnismäßig einfach so durchziehen könnte oder halt eben nicht. Also da bin ich ein bisschen überfragt. Wir gehen erstmal nach Amerika, Willow Springs und... Oh, ja, gucken wir mal, was für Autos wir hier haben. Wir haben den Honda. Wir haben fast 400 Leistungspunkte und das ist ziemlich optimal. So, aber ich würde fast schon sagen, nehmen wir irgendein anderes Auto. Weil ich finde es ja immer schön, wenn wir uns noch ein... separates Auto hier auftunen, jedes Mal was Neues haben und so. Das ist ja auch so ein Gedanke, der bei mir immer wieder dann mitschwingt. Und der Suzuki Cappuccino, der ist tatsächlich so ein Keycar, oder? Na, da haben wir ihn, ja, Tatsache. Auf jeden Fall, es sollen japanische Autos sein, leichte Autos sein. Und, oh, der ist auch neu. Ja, es wäre halt super cool, wenn man da nach Hashtags suchen könnte. Also die Autos haben ja Hashtags dabei. Zum Beispiel er.
Aber ich hätte halt im Prinzip keine Ahnung bei allen anderen Autos, ob das jetzt Keycars sind oder nicht. Da muss ich halt alles erstmal durchzappen. So, aber damit haben wir tatsächlich unser Keycar gefunden. 400 Punkte, 400 Leistungspunkte dürfen wir Maximum haben. Ich würde fast sagen, dass wir hier in Richtung Sportreifen gehen können. Ah, übrigens, eine Sache, die wir machen werden, ist, wir werden uns gleich mal anschauen, wie viel Spielzeit ich habe. Inklusive der ganzen Langstreckenrennen. Das, ja, bin ich euch noch schuldig in irgendeiner Form, weil ich hatte es ja mal angekündigt und habe im Prinzip nichts daraus gemacht. Tut mir leid. Manchmal ein bisschen vergesslich, der liebe Dave. Und mal. Ja, so ein paar Racing Components. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie ich jetzt in Gran Turismo unterwegs sein werde. Warum ich jetzt mit diesen verhältnismäßig langsameren Autos unterwegs bin, ist ganz einfach. Ich möchte erstmal langsam wieder ins Spiel einsteigen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt Gran Turismo doch durchaus eine etwas eigensinnige Fahrphysik hat und ich nicht direkt richtig, richtig easy hier reinkommen werde. Und also wenn ich jetzt mit dem Toyota zum Beispiel fahren würde, da würde ich glaube ich schon ein paar Runden Practice brauchen. Ich würde es im Idealfall gerne zumindest haben, dass ich ein paar Runden geübt habe. So. Das Lustige ist aber, dass da, es ist ein Keycar, die sind ja durchaus auch durch geringes Gewicht definiert. Aber wenn ich jetzt theoretisch Ballast von 200 Kilo dazu packen würde, das Auto wird schneller mit Ballast. Hä? Okay. Ja, finde ich interessant. Ja, machen wir einfach Motorkraftbegrenzung, passt schon. 399 Punkte. Komfort weich, oh no. Okay. Ich muss Komfort weich nutzen. Okay, gehen wir wieder zurück ins Tuning. Nee, ich glaube, dass es tatsächlich relativ smart wäre, jetzt mit einem etwas langsameren Auto wieder einzusteigen. Der Tuning-Part wird gerade unangenehm lang. Egal, wir können mal ein bisschen quatschen, ne? So, 368 Punkte. Da muss ich ja gar keine Motorleistung begrenzen. Dann passt ja alles. Ja, und es ist halt irgendwie... Habe ich ein Turbo irgendwo? Oh, wait. Okay. Mhm. Schade. Ja, komm, nehmen wir. Rein da. Anti-Lag-System packen wir auch direkt mal rein. Ich glaube, das musst du dann später sogar einrichten, dass das tatsächlich greift. Anti-Lag-System ist halt gegen den Turbo-Lag so gesehen. Das ist... Oh Gott, wie hieß es nochmal auf Deutsch? Ihr werdet sicher in den Kommentaren ergänzen. Gerne mit Timecode, weil manchmal ist es so, dass man dann irgendwelche Kommentare bekommt, Wochen später oder so, und man total irritiert ist, was Personen damit meinen. So, hä? Wait. Na, okay. Da denke ich mir immer so... wait a second, was habe ich denn da gemacht, dass da jetzt auf irgendwas hingewiesen wird? Ja, alright, gehen wir nach Willow Springs, ihr Lieben. Ich lege den Controller mal ab. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Übrigens, Kamera ist gespiegelt, nicht, dass ihr euch wundert. Und jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Oh, okay, wait a second, habe ich hier 360? Ja, ich habe hier 360 Grad, okay, jetzt passt's. Und die Pedale muss ich auf jeden Fall nach dem Rennen neu kalibrieren. Oh Gott, das Force Feedback ist viel zu schwach. Was ist hier los? Vorbereitung to the max. Okay. KI-Schwierigkeit in irgendeiner Form erhöht worden. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt ein bisschen flotter sind alle. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass die Bremsen... Ach komm, starten wir das Rennen einfach neu. Könnte natürlich auch daran liegen, dass die Bremsen einfach durchgehend jetzt aktiv waren. Und selbst beim Hochbeschleunigen einfach verhindert haben, dass das Auto schneller wird. Unangenehmes Turbo-Pfeifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Willow Springs ist keine optimale Strecke, um wieder einzusteigen. 21,6 Sekunden. So, auf geht's. Ja, warum habe ich jetzt ein zweites Rig
auf die Beine gestellt, ganz einfach. Ich bin schon mal mit dem DD1, was eigentlich auch PlayStation-kompatibel ist, gefahren und da gab es sehr viele Problemchen auch mit Gran Turismo. Es waren immer wieder ein paar Bugs oder so drin. Bin mir sicher, das wird auch irgendwie rausgepatcht noch oder wurde rausgepatcht oder was auch immer. Aber letztendlich war mir das ein bisschen zu doof, dass ich da in Gran Turismo die suboptimale Experience hatte. Und das GTDD hat, oh Gott, ich habe auch nur mal einen Soundcheck gemacht. Audio passt. Ich dachte nur, das Spiel sei zu laut, aber es ist es nicht. Nee, tatsächlich habe ich dann mal so ein bisschen hin und her geguckt, ob auch das GTDD eventuell mit den PC-Spielen allen passt. Und da dachte ich mir, okay, einerseits ist es DD1, also das PlayStation DD, das große Direct Drive Wheel von Fanatec, vielleicht dann doch ein bisschen besser, einerseits für die PC-Games. Außerhalb von Gran Turismo halt einfach alle Spiele vielleicht sogar. Und außerdem war das schon durchaus ein bisschen komisch, wie sich das GTDD angefühlt hat in iRacing mit dem Mercedes Formel 1 Auto. Und spätestens da war da der Punkt, wo ich mir dachte, hey, ich will jetzt weder komplett auf Gran Turismo 7 verzichten, noch komplett auf iRacing verzichten. Und ich werde daher einfach die Lenkräder oder die Rigs einfach aufsplitten und dann kommt Konsolen-Gameplay jetzt auf ein komplett separates Rig. Was vielleicht auch nicht unangenehm ist, wenn man eine etwas andere Sitzposition hat und so. Und ja, irgendwann im Laufe des Streams oder im Laufe des Tages halt auch einfach mal in zwei verschiedene Sitzpositionen kommt, statt immer nur in dem einen und denselben Rig zu fahren. Ist zwar derselbe Sitz und so weiter und so fort, aber ein bisschen anders ist es dann schon. Und ja, bis jetzt bin ich ziemlich happy. Bei manchen Sachen wollte ich dann doch keine Umgewöhnung haben. Deswegen habe ich, das sind 100% des Force Feedbacks, okay? Deswegen habe ich zum Beispiel auch, warum blinkt das Auto jetzt? Deswegen habe ich zum Beispiel auch in allen Fällen jetzt 32 Zoll große Monitore genommen. Damit das halt eben passt, damit man sich nicht immer an eine neue Monitorgröße oder so gewöhnen muss. Ja. Und ich glaube, die Ecke, die ich mir hier eingerichtet habe, die kann sich auch ziemlich gut sehen lassen. Muss auf jeden Fall in-game mal höher gehen, was das Force Feedback angeht. Ah, und ich weiß auch warum. Ich glaube, zuletzt bin ich mit dem Tomahawk gefahren und wollte da die Trophäe erreichten, 600 km/h gefahren zu sein. Und wenn ihr mal mit dem Tomahawk so auf den Geraden unterwegs wart, wisst ihr, was dann los ist. Das Lenkrad schlackert einfach nur noch komplett hin und her. Was ein bisschen unangenehm ist. Oh Gott, ich kenne die Streckenführung halt quasi null, ne? Ist die jetzt neu dazugekommen in dem Update? Oder in einem der letzten Updates? Weißt du, ja, in Anführungszeichen eine neue Streckenführung in Spa hinzugekommen ist, nämlich das 24-Stunden-Layout. Gibt auch neue Events, da werden wir auch mal reingehen. Ja, was die Simracing-Pause angeht, habe ich mir tatsächlich sogar selbst ein bisschen mehr Druck gemacht, als letztendlich notwendig war wohl. Ich hatte ursprünglich überlegt, bis Ende Mai alles fortzuproduzieren an Videos. Oh oh. Habe ich dann sehr geärgert, dass ich das nicht hinbekommen habe. Dann dachte ich mir, okay, wenigstens bis Mitte Mai sollte ich wohl alles schaffen. Hatte ich dann auch hinbekommen. Und ich weiß nicht, was für Hulk-Genesungskräfte ich habe, aber irgendwie hieß es nach zwei Wochen, nach nicht mal zwei Wochen von meinem Arzt, dass jetzt alles passen würde. Ich dürfe jetzt alles machen. Und dürfe sogar Sport machen und müsste mich dann null einschränken. Fand ich ziemlich krass. Und hat mich auch sehr, sehr überrascht und
Tatsächlich habe ich trotzdem so ein paar Tage mal so ein bisschen Sim-Racing-Pause gemacht, weil ich mir auch einfach mal dachte, hey, ist vielleicht mal schön, vielleicht so ein bisschen mal anderes zu machen, mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen und wirklich vielleicht mal die Zeit zu nutzen, dass jetzt niemand zwingend sofort was von einem erwartet, sofort was Neues will. Und dann halt auch einfach mal so ein bisschen, ja, in andere Games reinzugehen, vielleicht auch wirklich mal ein paar andere Sachen allgemein zu machen als rein Gaming. Und da sind wir nun. 1,34,3, okay, schon mal deutlich schneller geworden jetzt. Erstmal wieder richtig Blut geleckt im Simracing habe ich dann, wo es in iRacing im Formel 1 Auto dann wieder ein bisschen losging. Fand ich dann sehr, sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht. Hatte ich schon fast vergessen, wie gut sich das Auto da steuert. Gerade im Vergleich zu dem Codemasters Pendant ist es halt wirklich ein Weltenunterschied, wie viel Grip das Auto bietet. Das ist schon unfassbar. Doch, 2 Zehntel schneller nochmal persönlich. Ziel ist ja Podium, Podium. Eieiei, Vorsicht. So, dran an Yamanaka. Geiler Motorsound. Okay, ich komme langsam besser mit der Streckenführung zurecht. Auch wenn es nicht zu 100% das ist, was ich unter optimaler Fahrt sehen würde. Oder als optimale Fahrt bewerten würde. So, egal. Wir haben es geschafft. Die größte Angststrecke vielleicht ist schon direkt abgehandelt. Wir sind in Willow Springs schön auf Platz 3. So. Die nächsten Rennen sollten hoffentlich ein bisschen flotter gehen. Die ersten beiden sind auch in Cappuccino gefahren. Finde ich gut. Tokyo Express. Oh no. Tokyo Expressway und Lago Maggiore ist eigentlich auch nicht so meine Lieblingsstrecke. Aber hey. Wir werden das alle schon irgendwie hinbekommen. Wir kriegen das hin. Nehmen wir da einfach mal die zweite Sorgenstrecke. Tokyo Expressway Süd. Im Uhrzeigersinn. Okay. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Kotelett, ne? So, auf geht's. Auch wenn ich die Bremspunkte nicht so super gut kenne, die Strecke kenne ich ja wenigstens so halbwegs. Zur Abfahrt. 12 Sekunden zur Spitze. Vorsicht. Boah. Eieieiei. Ein bisschen aufpassen hier. Jawohl, das Auto saugt sich förmlich an den Daihatsu Copen ran. Sekunden noch zur Spitze. Oh, und hier geht es quasi fast nur noch Vollgas durch. Bis, naja, zu der scharfen Rechtskurve. Es ist wirklich Vollgas. Es ist nicht nur fast Vollgas oder quasi Vollgas. Nice. Oh mein Gott, mit 180 hier durch die Stadt. Oh nein! Er schaut aus. Oh Gott, so eng. 8 Sekunden, heiliges Kanonenrohr. Wir sind hier echt gut unterwegs gerade. Heieiei. Geile Sache, ey. Ey, das funktioniert richtig gut. Blajan hier jetzt auch mit Kokobun vor uns. Ja, sauber. Easy, beide überholt. Komme ich jetzt voll durch?
Tatsache. Und wir sind wieder auf Startziel. Nach Runde 1 auf P6. Kann sich sehen lassen. Dran an Rubila. Und tatsächlich habe ich das Force Feedback nicht runtergedreht, sondern es war einfach nur schwach. Entweder das große Direct Drive Lenkrad ist sehr viel stärker, sodass ich da selbst ohne die 100% Leistung einen spürbaren Unterschied habe zu dem kleinen DD hier. Oder aber das Keycar hat jetzt gar kein so krasses Force Feedback. Wer weiß. So, wir kommen aber ran an die Top 4. Die fighten jetzt auch da vorne so ein bisschen. Kurz mal leicht auf die Bremse treten im vierten. Ui, untersteuere ich hier ein bisschen in die Wand. Ah, ist alles okay. 2 Sekunden zur Spitze. Also im ersten Rennen hatte ich viel mehr Probleme, aber auch weil ich die Strecke nicht kannte. Ich glaube nicht, dass unbedingt der Schwierigkeitsgrad das Problem ist, sondern ich glaube einfach, dass ich ein bisschen sehr langsam dort war. Und natürlich komme ich auch immer besser ins Spiel rein wieder. Ich meine, die letzten Autos, die ich jetzt gefahren bin, Formel-1-Autos, GT3-Autos, Formel-1-Autos. Ja, also so viel Straßenautos waren nicht dabei. Oh, 3 Runden sind es hier tatsächlich nur in dem Rennen. Okay, dann holen wir uns noch Igor Fraga. Auf geht's. Eine halbe Sekunde. Der ist auf der Geraden auch hier gerade nicht spürbar langsamer. Da komme ich deutlich näher an den Apex ran, an den Kurvenscheitel. Und hier auch. Oh, 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 oh. Habe ich vergessen, dass es hier nochmal in eine S-Kurve geht. Das hätte fatal enden können. 7 Zehntel der Rückstand. Gleich geht es in die Hahnradl-Kurve rein. Vielleicht können wir da sogar innen reinstechen mal. Bei 100 Meter ungefähr bremsen reicht. Hau rein, Kumpel. Ich hoffe, dass jetzt auch alles passt beim ersten Versuch. Also falls die Kamera oder so zum Gameplay asynchron sein sollte, tut's mir leid. So, noch einmal geht's durch die letzte Kurve. Ich habe sogar noch 2 weitere Theorien, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Also zum einen, vielleicht fahrt ihr nicht auf schwer. Vielleicht gibt es dann bei ein paar Events mehr als nur bei den ein oder zweien, wo ich es mitbekommen hatte, den Bug, dass auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe das Event dann trotzdem schwerer wird bei den Missionen. Und darüber hinaus noch eine weitere Theorie. Das wäre was sehr, sehr perfides, aber irgendwie auch eigentlich ganz lustig und cool umgesetzt. Es gibt ja durchaus auch so ein paar, ich sag mal, Glitches hinsichtlich der Leistungspunkte, der Performancepunkte. Und wie lustig wäre das, wenn man, sofern man den Tomahawk-Glitch ausnutzt, man dann auch wirklich schwerere Events bekommt und die KI dann automatisch schneller fährt. Wäre halt gemein, wäre irgendwie so ein bisschen, aber wäre auch irgendwie ganz smart, um die Leute im Prinzip so ein bisschen zu bestrafen dafür. Wäre aber auch irgendwie Quatsch, weil, naja, lass den Leuten halt einfach ihre Events, wenn sie so Bock drauf haben, und mach's von vornherein richtig mit den Performance-Punkten. Meine Güte, das ist eh so ein Ding, wo ich aktuell an Gran Turismo 7 halt, ja, so ein bisschen Kritik hab. Letztendlich finde ich halt viele Sachen nach wie vor ganz geil und meine Kritik mit dem Content wird ja immer weiter aufgeweicht damit, dass es halt immer mehr Stuff gibt im Spiel. Jedoch muss man dann trotzdem ja festhalten, dass gewisse Mechanismen halt einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren könnten. Leistungspunktesystem, also Performance-Punktesystem, dass da teilweise gravierende Lücken drin sind, das ist unfassbar. Und auch der Sportmodus ist halt teilweise verbuggt, teilweise ist da die BOP, also die Ausbalancierung der Fahrzeugperformances, einfach, ich sag mal, mindestens fragwürdig. Sodass man sich halt auch denkt, so okay, in Gran Turismo Sport habt ihr Probleme gehabt damit, die Autos vernünftig von ihrer Stärke her auszubalancieren. Warum funktioniert das jetzt nicht in Gran Turismo 7? Weil ich könnte es verstehen, wenn Gran Turismo 7 jetzt der erste Ansatz wäre, mit so einem BOP-System und so weiter und so fort, aber im Prinzip hat man ja 5 Jahre Erfahrung gehabt jetzt mit Gran Turismo Sport. Und trotzdem hast du zum Beispiel in den Qualifyings dieselben Autos in den Top 10.
Und das ist dann so der Punkt, wo ich es nicht ganz ralle. Und wo ich mir denke, so, hey, eigentlich müsste das doch ja gar nicht so gigantisch schwer sein, das irgendwie hinzubekommen, dass da vielleicht wenigstens 3, 4, 5 Autos in den Top 10 wären. Verstehe ich nicht ganz. Aber hey, das ist halt so, wie es ist. Oh, 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 oh! Okay. Ja, kann ich gleich neu starten. Okay, gehen wir hier im Schnelldurchlauf dann durch die 15 Gegner vor uns. So, da war eine schnellste Runde holen. Moin, moin, Leute. Bam, 1-0-2. Nice. Ja, wunderbar. Wunderschön. Damit haben wir tatsächlich ein weiteres Menübuch durch. Und jetzt werde ich auf jeden Fall daran denken. Oh, 2-Sterne-Roulette-Ticket. Mal gucken, ob es gepatcht wurde, dass man nur die niedrigsten Preise bekommt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Jetzt gucken wir uns... Moment. Wiederholung speichern. Nochmal an, wie es ausschaut mit der Spielzeit. Das hatte ich ja schon mal versprochen. Und das gucken wir uns jetzt an. So. Der liebe Dave ist insgesamt im Spiel... Gesamtgefahrene Zeit 29 Stunden. Ja, Gesamtzeit im Spiel verbracht 53,5 Stunden. Ja, ich würde mal schätzen, dass da noch ein bisschen sehr viel Fotomodus drin war. Ja, aber ansonsten bestätigt das halt nur nochmal die These, die ich hatte. Es hat zwar Content, das Game, aber halt nicht so gigantisch viel, wie zum Beispiel jetzt halt ein Gran Turismo 4 oder sogar ein Gran Turismo 3, was halt auch nochmal deutlich länger war. So. Okay. Tuning-Teil oder niedrigste Kohle. Das Dodge Hellcat Safety Car. Bro, dieses Auto werde ich halt nie in meinem Leben fahren. Also ich finde nach wie vor, einerseits ist es schade, dass es Tuning-Teile gibt, die du nur in den Wheelspins gewinnen kannst. Und zum anderen finde ich es auch schade, dass es allgemein Tuning-Teile da gibt. Okay, wir haben den in dunkelgrün. Ich weiß zwar nicht, was der mit den Keycars oder Kai-Cars zu tun hat. Weil es ist ja kein japanisches Auto, es kann gar kein Kaika sein, aber ja, ist okay. So, wir hätten darüber hinaus noch die Vision Gran Turismo Autos. Gucken wir mal ganz kurz, 6-Sterne-Roulette-Ticket. Dritter werden in Kyoto, DeForest und Interlagos. Und da brauchen wir wahrscheinlich ein Vision Gran Turismo Auto, ne? Ja, würde ich mal schätzen. Das würden wir uns vielleicht dann beim nächsten Mal anschauen. Und dann würden wir in diese Gruppe 1 Rennen gehen. So, ganz kurz eine Sache. Genau, die legendären Autos. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben einen Jaguar E-Type, den würde ich mir tatsächlich holen. Oh, der F50. Oh, der F50 klingt halt so... Oh Gott. Es tut mir leid, F50, mein Herz schlägt gerade dezent höher. Oh, das ist ein wunderschönes Auto. Ja, also muss man sich einfach mal holen. Ist einfach ein Muss. Tut mir leid, Leute. Den werden wir uns dann auch nochmal demnächst angucken. Ja, ihr Lieben, und damit erreichen wir wahrscheinlich Sammlerstufe 48, 49, 50 direkt. Das ist, glaube ich, Maximallevel, oder? Ja,
zur nächsten Stufe 0 Punkte. Tatsache, crazy. Damit haben wir tatsächlich super schnell auch 50 erreicht. Und das Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ihr Lieben. Wenn dem so ist, lasst gerne Daumen nach oben und gerne ein Abo raus, weil wir beim nächsten wieder dabei sein. Es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir wieder in Gran Turismo 7 unterwegs sind. Und wahrscheinlich werden wir uns auch nochmal den Sportmodus bald angucken, weil da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, dass wir da ein bisschen reingehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.